du bist wieder Schweizer Meisterin geworden, Boulder U16. Herzliche Gratulation zu dem riesen Erfolg. Du bist letztes Jahr schon Schweizer Meisterin gewesen. Stand da unter einem gewissen Druck, wenn man an die Schweizer Meisterschaft geht? Ja, vielleicht ein bisschen, aber es ist ja wie jedes Jahr anders und nachher hat man andere Konkurrenz. Ja. Wie gehst du mit dem Druck um? Für mich geht es eigentlich, weil ich es nicht so Druck, also ich kann es recht gut irgendwie wegstecken und so. Ja. Machst du das Mentaltraining oder? Nein. Das geht noch ohne? Ja. Und woher holst du Motivation, um so viel zu trainieren? Weil wenn man so grossen Erfolg hat, braucht das auch viel Training. Ja, ich finde es auch cool, so mit Freunden klettern zu trainieren und ich will immer besser werden. Und dann kommt es einfach selber, dass man einfach trainieren will. Also ich hoffe, dass wir die auch nächstes Jahr wieder dürfen ehren, wenn der Dani und der Gianni die wieder nominieren tut. Und von dem sind toi 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 auch für die Meisterschaft, die in diesem Jahr stattfinden wird. Und ich möchte dir das Präsent übergeben. Herzlichen Dank und alles Gute für die Zukunft.